Antenne Vorarlberg sucht den Superfeuerwehrmann. Ja, wir sagen Danke für den unermüdlichen Einsatz von allen Feuerwehrleuten im Land und wir belohnen das mit einer Reise nach New York. Ja, inklusive Besuch bei der New Yorker Feuerwehr. Das ist der Hauptpreis für den Superfeuerwehrmann 2013 und den nächsten Kandidaten für diesen Titel stellt uns jetzt Antenne Vorarlberg-Reporter Tobias Gechter vor. Guten Morgen, Tobias. Hallo Stubi, hallo Tanja. Ich bin wieder unterwegs und zwar auf der Suche nach besonderen Feuerwehrleuten und da habe ich jetzt nämlich den Alexander Baumann in Nenzing und der ist doch schon ein paar Tage bei diesem Verein. Also seit 26 Jahren bin ich jetzt bei der Feuerwehr. Die letzten 10 Jahre war ich als Gerätewart tätig, also zuständig für die Fahrzeuge und das Material, was wir haben. Und seit heuer bin ich Kommandant-Stellvertreter. Bei euch in der Garage steht ein ganz tolles Stück, so ein Pinzgauer mit drei Achsen. Eigentlich haben wir das Auto vom Nenzing auf Rechter gekriegt. Den haben wir das alles in Eigenregie geplant, zerlegt, restauriert und neu aufgebaut, dass es ein Feuerwehrfahrzeug ist. Wie man sieht, hat sich das Ganze auch gelohnt. Das Feuerwehrauto ist für ganz spezielle Einsätze auch gebaut worden. Ja, speziell ist es eigentlich für den Nenzinger Himmel oder die Alpegam konstruiert worden, zum eigentlich die Löschwasserleitungen legen, dass man da ein Fahrzeug haben, was sehr geländegängig ist. Die Nenzinger sorgen sogar dafür, dass es nicht einmal im Himmel zum Brennen kommt. Allerdings gibt es natürlich auch Situationen, wo man sagt, da muss man dann schon nochmal ordentlich schlucken. Tragisch ist, wenn die Zeit einem davon läuft, wenn man eigentlich jemanden versucht zu retten, wie jetzt auf der Autobahn mit tödlichem Ausgang, wo man dann auch eigentlich wieder ins Gerätehaus kommt und dann das Ganze mit den Kollegen eigentlich aufarbeiten muss, dass man keine Schuld dran hat. Ab und zu ist halt jemand anders zuständig für das, was passiert. Du schaust, dass auch der Nachwuchs nachkommt. Das ist jetzt bei uns ziemlich verbreitet, dass der Kindergarten und die Schulklassen das Feuerwehrhaus besuchen. Und da machen wir normal immer einen Rundgang und zum Abschluss gibt es dann immer noch eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto. Ich glaube, die Kinder und Jugendlichen hier in Nenzing, die haben ihren Feuerwehrmann 2013 schon gefunden. Ja, aber wir suchen trotzdem noch weiter. Und zwar mit Ihrer Hilfe. Wenn Sie auch jemanden kennen, der sich den Titel Super Feuerwehrmann 2013 und eine Reise nach New York verdient hätte, dann schlagen Sie ihn oder sie einfach vor auf unserer Homepage antennevorarlberg.at. Nächste Woche, wenn wir Ihnen alle Kandidaten vorgestellt haben, dann gibt's das große Voting und jetzt